So, geht's weiter mit einer neuen Runde of Life. Wir waren letztes Mal stehen geblieben. Party suchen? Nee. Genau, wir haben nicht versucht, hier mal noch was zu finden, beziehungsweise generell den Ort zu finden, den mysteriösen Ort, wo man diese Amnesia-Emblem droppen kann. Oder halt zumindest, wo man die farmen kann, wo man die wirklich effektiv farmen kann. Und wir kamen halt irgendwie zu dem Entschluss, ja gut, gibt halt scheinbar nicht wirklich so einen Ort, wo man halt eben das Zeug farmen kann. Ja. Tja, das ist unsere aktuelle Erkenntnis. Und ansonsten bin ich mir aktuell gar nicht mehr so sicher. Alter, jetzt geht doch wieder weg, Mann. Geh weg! Ah, diese Paparazzi überall. Ist, Alter, verpiss dich. Danke. Nein, ist. Okay, ich bin so eh out of range, oder? Kann sie dauerhaft verloren. Hallo? Lol? Hallo? Danke. So, wann ist hier im Nadelwald? WTF? Na gut. So, wir sollten erstmal unsere Karten hier verkaufen, um erstmal Platz zu kriegen. Es gibt so viel Cash hier. So, Nummer 1. Dann sollten wir mit Nummer 2 weitermachen und das ist mal Boxen aufmachen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das ist ein bisschen mehr Stuff, als ich mir gerade dachte. Ja, genauso viel wie ich gerade momentan hatte. Alles klar, wa? Okay, links die Leiste hier, die geht auch hier hard like Putin. So, Amplis noch ein paar, nice. Können wir mal wieder dazu stacken. Gepos. Na gut, okay, ich würde mal sagen, wir versuchen mal unsere Axt hier auf plus 10. Oder warte mal, wir haben 2,5 km Emblem. Wisst ihr was? Ich glaube, wir nehmen jetzt. Lol, sind wir gerade durch die Brücke durchgelaufen? Ich glaube, wir nehmen einfach mal irgend so eine Kack-Axt hier, Green Antennas Axt, also 8% Attack, das Ding ist eh schon Ulti. Ja, 44 Crit Schaden, 44 Crit. Ich habe keine Ahnung, es lohnt sich wahrscheinlich nicht und ich kann mich dafür jetzt auch lünchen, damit ich, dass ich hier dieses Ding gekauft habe, aber ich würde mal sagen, einfach was soll's und wir gönnen uns das Ding jetzt hier einfach. Das ist eine kleine Fliege hier. Na komm, geh sterben. Nee. Will nicht sterben. Jetzt stirb doch, Mann. Kack-Eiberts, die hier überall rumfliegen. Aber ich habe schon One-Hit gemacht, also mein Damage ist schon hoch genug. Ich mache schon über 30 Damage hier im Real Life. So. Jupp, einmal anlegen. Okay, die Axt sieht richtig scheiße aus, aber um das geht's ja aktuell nicht. So, anlegen. Danke. So. Dann schauen wir wegen Sockeln. Genau, ich würde sagen, wir sockeln das Ding einfach hier mal so weit, wie es ihm geht. Ich habe mich mal ausgezogen, ich hocke immer noch mit der Jacke da. Sockelraten kommen irgendwie so übertrieben hoch vor. Oh, ein Gebrauch. Ist natürlich. So, dann brauchen wir Shinies, aber ich glaube, die kaufen wir erstmal lieber nicht, oder? Meine Mitte, nee. Massenherstellung. 500? What? Ich brauche nicht so viele. Ich brauche. Wie viel brauche ich? 23. Ach komm. Oh. Jetzt gibt mir erstmal hier dran, Alter. Okay, dann mach's eben so, weil wir gerade eben zu faul sind. So, schauen wir, wie es ja geht. Ja, plus 1, easy.
Plus. Nee, nicht plus 2. Naja, vielleicht auch nicht so easy. Ja, plus 2 schon. Ja, sieht ja. 10 Schweiß auf plus 2. Was wollen wir? Plus 6 wollen wir. Okay, plus 3 haben wir schon mal. Die Mr. Moore. Ach komm. Jetzt plus 6. Scheiße. Okay, ich fürchte mal, wir brauchen hier mal so ungefähr um die 100. So lange aktuell nicht. Immer mal 50. Wie teuer sind die? 10 Millionen? Okay. Ich fürchte fast, wir müssen Perrin. Warte mal, wir haben letztens noch eine Mail bekommen hier. Genau. Fehlt Level ab, das macht, er kriegt mir nochmal Perrins. So. Inflation confirmed. So. Genau. Ja, würde ich sagen, wir kaufen hier am besten mal 50 davon. Dann kostet uns hier 1 Milliarde für 50 Versuche. Ich glaube, 50 waren es viel zu viel, aber egal, wir probieren es mal. Okay, vielleicht auch nicht. Ich denke, das war genau richtig, oder? Genau. Ah, ich sage einfach mal gar nichts und. Ich sage einfach gar nichts. Jetzt kommen plus 4 oder so. Den ersten 20 Tries. Ja, plus 4, nice. Das war jetzt die Hälfte unserer Tries. Warum genau habe ich hier dieses Gefühl, dieses dumpfe Gefühl, dass wir hier noch sehr viel Geld reinstecken werden. Keine Ahnung, woher das kommt, aber ich fürchte, das wird so sein. Alter, gib mir doch hier plus 6 oder so, plus 5, plus 6, plus 7. Aha. Ich habe hier voll meinen Spaß. Der schon mal auch. So, die zweite Milliarde. Ich weiß nicht, aber der Rest, die 37 Perlen, würde jetzt eigentlich nicht mehr reinballern dann, wenn es wieder fällt. Da hat man sein Equipment an. Oh, jetzt sein Equipment an. Jo, genau. Hat er definitiv selbst geweckt. Oh, das 5. Alles klar. Mach ja auch mal, wenn ich mir ein Equipment mache. Jo. 511, oh, okay, alles klar. 511% Kampfentfernung. Oh, die Bounce. Alter. Übertreibe mal direkt. Bis 25. Okay. Okay, wie viel Crit-Schaden hat der Typ? 200.000% oder so? 170 STR, Alter, die Angriffsrate von ihm. Nicht mal so, nicht mal Ulti-Sockel drin. Bei sowas spart er dann. Okay, die nächsten 50 Tries am besten mal. Die nächsten und vor allem die letzten 50 Tries, weil, bevor wir jetzt überhaupt kein Geld mehr haben. Sonst müssen wir noch battlen gehen und irgendwie uns auf die Straße hocken und keine Ahnung. Ich hab so Spaß. Ich hab unglaublich.
Ich weiß noch, wie gesagt, im Off wieder. Wo es dann irgendwie so bei jedem Feld und jeder dachte, das, boah, wieder 70 Cent weg. Lass mal kurz schauen, was da los ist draußen. Okay, ich hoffe jetzt mal nicht, man hört meine, oder man hört ja die Waschmaschine im Hintergrund. Die ist mir wieder ultra laut, weil die einfach mal irgendwie. Ich wollte gerade schon sagen, die ist buggy, aber die ist einfach nur kaputt. Na komm, hier 10 Price, gib mir doch jetzt plus 6. Das kannst du nicht sein, oder? Komm, 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 komm. Nein. Die Axt, die will nicht plus 6 werden. Die hat sich irgendwie so ein bisschen dagegen entschieden, scheinbar. Die hat keinen Bock drauf. Na gut. Hier haben wir noch 5 Sockel drin, sehe ich gerade. Genau, die müssen wir auch nochmal füllen. Machen wir mal so kombiniert aus. Ja, A und B-Karten am besten. Ach, und Awaken müssen wir das Ding natürlich noch. Klar, oh lol. Jetzt kommt der erste interessante Teil. Sollen wir schauen, ob ich hier auch 5-mal Crit-Schaden kriege, wie der Admin hier. Der wo neben mir steht. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, ich glaube, bei mir wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist eine Vermutung, ne? Ganz kleine Vermutung, ja. Ich hatte schon mal zweimal oder dreimal Crit Schaden, ganz zufrieden. Ja, also dreimal Crit Schaden wäre ich. Ja, ich glaube, cool, glaube ich. Jetzt halt nicht zweimal fünf, dreimal 5% Crit Schaden oder sowas, sondern halt schon ein bisschen mehr. 22 wäre was, wo wir nehmen könnten, aber wollen wir nicht. Bisschen mehr. Kleines bisschen mehr, irgendwie so 25 plus oder so. Wenn nicht. Ja, da haben wir schon dreimal Kratzschatten gehabt. Mag nicht so recht. Es gibt bestimmt gleich wieder irgendwie so richtig epische Erweckungen für irgendwelche anderen Klassen oder so. Irgendwie int plus 300 oder so, oder keine Ahnung. Das mag einfach nicht. Das mag einfach ums Verrecken nicht funktionieren. Ein einziges Mal hier. Ja, 26 Grit-Schaden. Ich denke mal, damit können wir leben, oder? Damit haben wir jetzt zwar trotzdem nur 74% Grit-Damage, aber. Naja. Unsere Boots, glaube ich, kann. Oh, klar, unsere Boots sind sogar echt nice. Ja, ich würde sagen, das passt fürs Erste. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.